der Pascal schon aufgebaut hat, mit seinem ganzen Herzblut zusammen vermischt, was eine unglaubliche Kraft gibt und jedem Teilnehmer mitgibt und ich jedes Mal wieder sehe, wie Teilnehmer kommen und mit ganz leuchtenden Augen, die ich jetzt wahrscheinlich nachher wieder von da gehen, heimgehen, das weiterleben. Danke, Pascal. Ihr lieben Herzzeitfreunde, herzlich willkommen zu dieser Tour. Ich sitze hier an einem wichtigen Kraftort. Wir sind zwischen den zwei wichtigen Kirchen, zwischen den zwei Hügeln in Zürich an der Limmat. Und das sind zwei wichtige Kraftorte und hier in der Mitte ist ein guter Punkt der Integration. Lade ich euch ein, hierher zu kommen. Gut, und ich lade euch ein, mit dabei zu sein auf dieser Collective Healing Tour in Europa. Wenn du dieses Video verfolgst, das dann mit dem Material geschnitten wird, das ich auf der Tour aufnehme, wieder ein Handyfilmchen, weil es einfach praktisch ist. Ja, wenn du das verfolgst, dann bist du auch voll dabei. Denk daran, es ist alles Frequenz, es ist Energie. Nimm ein Wort auf, ein Bild, einen Ton, ein Geräusch, ein Gesang, eine Information, ein Wort zum Beispiel, ein Bild, das dir kommt und da bist du schon dabei. Klinke dich ein, denke daran, es ist nicht alles Verstand, es geht über das Herz und es geht über, wie du dich mit dem Unbewussten verbindest, mit dem großen Pool, mit dem Allem, mit dem Allem, ja. Wir haben vorher gesagt, es war ein Glücksgriff, weil es hat uns gut und haben gemerkt nach dem Kurs, wie leicht wir uns fühlen, wie das Herz aufgegangen ist. Vielen herzlichen Dank für diese Herzmeditation, die Verbindung vom Herz zum Universum. Es ist genial, vielen Dank. Es ist sehr, sehr stark aufgegangen, das habe ich gespürt und auch gegen Ufer ist es nachher schon auch recht geflossen. Gut, es hat ganz genial begonnen, die Tour, eine rumpelige Reise mit dem Flugzeug, mit Unterbrüchen, aber dann hat es wunderbar begonnen am Heiltag, am Samstag in Zürich. Eine erlesene Gruppe, eine wunderbare Zusammenarbeit mit Angela, der Bioenergieheilerin. Und ja, so wird es weitergehen. Ein weiterer Einstieg am wichtigsten Kraftplatz der Schweiz oder am stärksten, einem sehr kosmisch hochschwingenden Punkt bei Aeschforch. Und dann geht es hinein in die tiefen Arbeiten, wo du deine Ahnen aufarbeiten kannst, deine Seelengeschichte und in deine Kraft kommen. Das so, auch die ganze Aktivität ist so außen geblieben. Und immer mehr hat sich so kristallisiert, dieses Herzzentrum und so nach innen gehen und man hat sich wie zu Hause angekommen gefühlt. So ging das für mich. Und auf einmal war ich wieder bei mir, ich selber. Mhm. Und von da aus kann man eigentlich alles machen. Ob ich sitze, meditiere, ob ich mich bewege, es ist, das ganze Leben wird zur Meditation. Warum kollektives Heilen möchte ich hier an diesem wunderschönen Platz nach Schnee gestern im Anfang Mai in der Schweiz, das ist selten, nach Schnee heute ein wunderbarer Sonntag und es wird wieder wärmer. Das möchte ich heute erzählen, warum Collective Healing Tour, warum kollektives Heilen. Ich bin überrascht positiv, dass viele Menschen ja darauf eingestiegen sind. Ich fühlte mich am Anfang allein. Ich habe keine große Resonanz gespürt, aber doch, es gibt immer mehr Menschen, die nicht nur davon reden, vom Aufwachen, vom etwas anders tun, sondern immer mehr es auch tun und irgendwie checken, wohin es geht. Ich weiß nicht, ob ich es check, aber ich vertraue einfach auf die Eingaben und auf das, was ich gesagt bekomme von meinen Meistern, auch in den Träumen. Und die Meiermeister haben mir gesagt, und das ist die Message für heute, stell dein Ego in den Schatten. Das
könnte man so ungefähr übersetzen. Ja, stell es in den Schatten, wirklich. Das Ego darf hinter dir gehen in dieser neuen Zeit. Lass dich führen von dem Spirit, auch wenn du nicht weißt, was das ist. Wenn wir aus dem Spirit leben, dann leben wir gesünder, dann leben wir mit Eingaben, dann leben wir auf einer höheren Energieebene und das kommt sowieso. Und alle Außenwelt wird für mich eine Symbolik, wie er sagte, zum Schlüssel. Und wenn man nur hinschaut, man muss hinschauen, wahrnehmen, den Moment, dann sieht man so viele Schlüssel, die mich wieder weiter aufschließen in neue Bewusstseinszustände. Das ist wirklich eine Erfahrung, die man fürs ganze Leben mitnimmt. Das ist eine 24-Stunden-Meditation am Tag. Schau die neuen Kinder an, schau an, was passiert an allen Orten. Alles beginnt höher zu schwingen und es geht nur darum, machst du mit oder hältst du noch krampfhaft am Alten fest? Die Mayas haben mir gesagt, bevor ich weg bin, eben stellt das Ego in den Schatten und all die, die wir auf diesem Herzpfad sind und gemerkt haben, es geht nicht darum, einer Lehre oder einem Lehrer oder einem Meister zu folgen, denn du bist dein eigener Meister. Aber auch das gilt wieder, um wirklich einen Weg zu gehen, der des Überwindens, des viel Altes Loslassen, ein schmerzhaftes Loslassen oft, um in diese Meisterschaft zu kommen. Wenn wir zusammen dorthin gehen, dann treffen wir uns, Ta Pisilik Hunach Gotantik, wir sind ein einzig Herz, sagen die Mayas, auf Maya Zeltal. Ta Pisilik Hunach Gotantik. Fasziniert mich der Pendelverkehr hier. Wie schön, dass es noch Züge gibt. In Mexiko wurden die alle weg ausradiert. Es gibt nur noch Güterverkehr in Bussen. So geht's weiter. Reise immer weiter, wie im Leben, auf deinem Seelenweg. Ja, und ich habe mich auch bestätigt gefühlt in meinem Menschenbild. Also, wenn ich in der Kindheit an etwas glaube, wie die Seele, dass wir auf die Welt kommen und eine Aufgabe zu erkennen haben. Und dass wir eigentlich lebenslange Schule besuchen. Und dann meine ich, dürfen ausweichen und das als Geschenk dürfen anschauen, den Weg, den Prozess zu machen. Und das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Auf dem richtigen Weg. Danke. Ich kenne den Pascal schon seit 2 Jahren und ich durfte auch verschiedene Meditationen schon mit ihm durchgehen und Workshops mit ihm Sachen erarbeiten. Und für mich bringt es immer wieder eine Verbindung einerseits zu den Reisen, die ich zu indigenen Völkern machen durfte und Verbundenheit von der Mutter Natur und vom Universum, von Gott. Und dann wiederbeleben, dass die Kraft, die gibt er mir. Ja, dann 2 Punkte. Dann lasst uns zusammen heilen. Dann lasst uns zusammentun, denn wir sind viel stärker zusammen. Und keiner in seiner Meisterschaft tut dasselbe. Wenn wir eben wirklich erkennen, nicht nur, was du bist, wer du bist, von wo du kommst, dass er die Ahnenarbeit und die Seelenarbeit, die wir machen, sondern auch den anderen erkennst, dann hört das auf, diese Kämpfchen, die ich doch so kenne, unter Spirituellen, unter Heilern, unter Lehrern. Ja? Und du kennst es in deinem Beruf, überall. Sehr berührt im Herzen. Man macht eine Reise. Man macht wirklich eine Reise, eine Seelenreise. Tu es anders. Lasst uns zusammenarbeiten. Die, die es merken, die sind auch offen dafür. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, neben dem eben Zusammenarbeiten, dass wir auch viel, viel mehr Hilfe bekommen, wenn wir in dieses kollektive Pool hineingehen. Ja? Es kommt einfach eine völlig andere Energie. Wenn es nicht mehr darum geht, ich spreche jetzt von der Heilarbeit oder der Coachingarbeit, es geht nicht mehr darum, dass du kommst zu mir und sagst, heile mich, tu was, sondern es geht darum, dass du kommst vom Teilnehmer zum Teilgeber. In meinen Kursen sind alle Teilgeber. Du kommst, um zu geben. Weißt du, wie ich meine? Das ist ein radikales Umdenken. Das ist die Arbeit der Rituale und der Zeremonien, wenn du es wissenschaftlich magst, das ist Level von C.G. Jung, von der kollektiven Psychologie. Auf
dieser Ebene, von da aus geht es dann auch in die Seelenarbeit hinein, auf dieser Ebene bekommst du viel mehr Unterstützung. Und wer dann mit dem inneren Auge sieht, mit der Doppel Vision, mit der doppelten Vision, der, ja, der bedankt sich dann demütig für die große Hilfe der Engel, der Brüderchen, der Sternenbrüder, der Meister, die kommen. Wir sind nicht allein. Und ja, in diesem Sinne geht es ja darum, endlich dieses alte Paradigma zu entstauben, zu ersetzen, dass das Spirituelle getrennt ist von diesem mondänen Leben oder von diesem Bankenleben, Bankenwesen wie hier in Zürich, von dieser modernen, reichen Stadt, wenn man es auf internationaler Ebene sieht. Es ist alles nicht getrennt. Weiter davon, Schritt für Schritt auf der Tour und live, wenn du dabei bist. Das ist wie so ein Selbstläufer. Wenn man sich verloren hat, denkt man, wo habe ich mich eigentlich gut gefühlt? Und dann geht man wieder ins Herz, ah ja, das war's. Das andere verliert auch so ein bisschen an Wertigkeit. Also mir hat es sehr viel gebracht. Sehr viel. Einen wunderschönen Seelenworkshop. Bei Zürich geht's weiter auf der Autobahn nach Deutschland in Richtung Biblis und Darmstadt. Ja, komm mit, reise mit mir auf deinem Seelenweg.